Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, heute ist eine besondere Folge, denn heute möchte ich den ersten Teil einer kleinen dreiteiligen Videoreihe releasen, die ich innerhalb dieses Formats geplant hatte kurzfristig. Und worum es sich dabei handelt, das erfahrt ihr jetzt. Ja, diese Videoreihe entstand aus, ich sag mal, dem letzten Video, das ich gedreht habe. Das letzte Video hat ja eine relativ schwierige Thematik behandelt. Wir haben ja über einen großen Missstand geredet. Und erstmal, das Video hat eingeschlagen wie eine Bombe. Leck mich fett, Alter. Nach 3 Tagen hatte dieses Video, ich glaube, knapp 900 Aufrufe. Das ist für meine Verhältnisse richtig krass. Also normalerweise, wenn ein Video bei mir gut läuft, dann hat es 500 Aufrufe. Das war's dann aber auch schon. 600, wenn es wirklich gut läuft. Und das Video hat auch, glaube ich, mittlerweile knapp an die 60 Kommentare, was im Angesicht meiner doch sehr schweigsamen Community auch richtig heftig ist. Ich habe da teilweise Kommentare von Abonnenten gesehen, die ich noch nie in meinem Leben zuvor in irgendwelchen Kommentaren gesehen habe. Also ich muss sagen, das Video hat also wirklich offensichtlich einen sehr wunden Punkt getroffen oder zumindest einen gewissen Punkt, sage ich mal. Und ja, da war ja auch die Rede von wegen, die Karte ist nicht so teuer und so weiter und so fort. Wir haben über Sammlungen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was eigentlich wirklich zählt innerhalb dieser Community. Und ich habe mir jetzt gedacht, basierend auf diesem Video möchte ich eine kleine Videoreihe starten, bestehend aus 3 Teilen. Und in diesen 3 Teilen möchte ich euch 3 unterschiedliche Preiskategorien zeigen. Ja? Ich möchte euch einmal Karten zeigen, die ihr in eine Low-Budget-Sammlung stecken könnt, mit der ihr eure Sammlung für wenig Geld tatsächlich optimal aufwerten könnt. Ich möchte euch in der nächsten Folge oder in einer dieser 3 Folgen dann eben zeigen, wie ihr durch Karten, die sich im mittleren Preissegment befinden, eure Sammlung aufwerten könnt oder eine Sammlung generieren könnt. Und am Ende möchte ich euch natürlich zeigen, was ihr euch an Karten holen könnt, wenn ihr mal denkt, so, jetzt haue ich mal richtig auf den Putz und gebe mal richtig Kohle und richtig Asche für Yu-Gi-Oh! Aus. Aber dazu kommen wir dann in anderen Folgen. Heute möchte ich euch oder mit euch eher gesagt über das Thema billige, günstige Karten sprechen. Und ich spreche hier jetzt nicht von irgendwelchen garantierten Super Rares aus den letzten Hauptsets, falls ihr das befürchtet. Nein, ich spreche hier wirklich von Karten, die sich natürlich schon im Euro-Bereich befinden. Ja, gar keine Frage. Aber Karten, die vor allen Dingen schön aussehen. Und die möglicherweise sogar das Potenzial haben, im Laufe der nächsten Jahre noch teurer zu werden. Und da ich jetzt schon ungefähr 3 Minuten rede, möchte ich euch da auch gar nicht länger hinhalten. Und wir beginnen mit der ersten Karte. Und die erste Karte ist auch, glaube ich, eine der teuersten in dieser Folge. Und das ist der Harpyien Flederwisch aus WC04. Ja, das ist wohl die bekannteste und auch wohl beliebteste Auflage dieser Karte. Die gibt es natürlich auch noch in normalem Secret Rare aus der Legendary Collection Yugi's World. Da ist sie, glaube ich, noch ein Ticken teurer. Dann gibt es die noch aus gewissen anderen Sets. Es gibt sogar noch mal ein anderes Set, wo sie in derselben Rarität drin war. Da ist sie noch mal ein Stück teurer. Und im OCG gibt es jetzt noch ein Ultra Rare. Dann gibt es natürlich noch den ganz teuren Ableger am alternativen Artwork aus dem Tournament Pack 8. Der geht über 100 Euro, da wollen wir jetzt gar nicht anfangen, der gehört nicht in die Folge. Und dieses Exemplar in Nirmint kostet in etwa 15 Euro. 15 Euro ist, denke ich mal, ein Wert, den sollte sich jeder leisten können. Und ich persönlich möchte ich noch dazu sagen, wie definiere ich das Ganze jetzt? Also teuer ist ja immer Ansichtssache. Es kommt ja mal drauf an, wie viel Geld hat man denn überhaupt übrig. Dementsprechend habe ich jetzt mal versucht, auch aufgrund der Tatsache, dass halt sehr viele Schüler und Studenten Fans von Yu-Gi-Oh! Sind und Yu-Gi-Oh! Sammeln, das Ganze eben auch aus deren Blickwinkel zu erörtern, sage ich mal. Ja, weil für mich ist das hier wirklich Sportbillig. Also das kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber, das wollte ich flexen, aber es ist halt einfach so, wenn ich das von meinem Standpunkt aus betrachten würde, dann würden jetzt hier in dieser Folge auch 100-Euro-Karten drin vorkommen, weil das für mich halt
keine teuren Karten sind, in Anführungszeichen, sondern also maximal mittelmäßige Karten. Und da ich das halt nicht als Maßstab nehmen wollte, habe ich eben jetzt mir gedacht, okay, wenn jetzt hier ein Schüler oder ein Student zum Beispiel sammeln würde, ja, wie viel würde der jetzt theoretisch ausgeben können? Und so habe ich halt die Karten ausgewählt. Es kann sein, dass ich mich da auch vertue, weil ich war nie Student, ich werde auch nie einer sein, da fehlt mir einfach Hirnschmalz dafür. Aber ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Harpyien Flederwisch, eine unglaublich schöne Karte. Diese Karte ist ein absoluter Klassiker. Sie hat viele Fans. Diese Karte ist auch aus diesem Set nach wie vor gefragt. Und sollte diese Karte jemals von der Banlist kommen und dann immer noch spielerisch relevant sein, auch wenn es hier gerade ums Sammeln geht, wird sich der Preis natürlich dementsprechend auch noch angleichen. Dasselbe gilt auch für den Fall, dass die Nachfrage nach dieser Karte steigt. Wenn sich jetzt auf einmal viele neue Sammler dazu entscheiden, sie wollen jetzt ein Harpyien Flederwisch haben. Ich meine, alteingesessene Sammler haben das Ding sowieso, das findet man in fast jeder richtigen Oldschool Collection. Aber wenn die neueren Sammler, die ja immer peu à peu auch dazu kommen, einfach die Nachfrage für diese Karte erhöhen und dementsprechend das Angebot gleichzeitig sinkt, dann wird das in den nächsten Jahren eine 20-30 Euro Karte werden. Ganz normal. Ist etwas, das kann man einfach voraussehen. Auf jeden Fall hier an der Stelle Harpyien Flederwisch ist hier auf Platz 10. Sehr coole Karte. Ich selbst habe auch einige von denen, also 9 Stück schon im Toploader, dann noch einige hier rumliegen. Also es ist nur ein bisschen schwierig, außer man kauft sie gezielt. Aber wenn sie in Sammlungen dabei ist, ist es ziemlich schwierig, die in Nirmen zu bekommen. Also in Sammlungen ist sie meistens played. Da müsst ihr aufpassen. Platz Nummer 9 ist White Hole, also das weiße Loch oder wie sie jetzt nach dem Name Change heißt, weiße Fallgrube. Dämlicherweise, ja. Ihr kennt sie bestimmt, beziehungsweise einige von euch kannten sie bis zum Reprint in der Legendary Collection Kaiba nicht. Da kam sie ein Secret Rare Reprint raus. Und das liegt daran, dass einige dieser Tournament-Pack-Karten jetzt bei, ich sag jetzt mal, vielen neueren Sammlern, neueren Spielern oder im Allgemeinen auch entweder nicht mehr so wirklich auf dem Schirm sind oder gar nicht bekannt sind. Also speziell so Sachen wie hier A Call of the Grave oder so. Was, die Karte gibt's so? Das ist immer die Reaktion drauf. Oder auch Antirai-Geki kennen viele nicht. Habe ich auch schon gesehen, dass ich da mal fragend angeguckt wurde, wenn ich gefragt habe, hast du Antirai-Geki? Was? Ja, und das ist jetzt zum Beispiel eine Karte, die hat eine Menge Potenzial. Denn sie kommt aus dem Tournament Pack 1. Das bedeutet, sie kommt aus einem Set, das sehr selten ist. Diese Karte an sich ist wirklich selten. Aber da diese Karte aktuell jetzt nicht die beliebteste Tournament-Pack-Karte ist und Tournament-Pack-Karten in den meisten Fällen generell von den Leuten gesammelt werden, die diese ganzen Tournament-Pack, Astral-Pack und so weiter, diese ganzen Sets zusammensammeln, hat diese Karte noch keinen hohen Wert, da einfach keine große Nachfrage besteht. Obwohl sie eigentlich relativ selten ist aus diesem Set. Das bedeutet, sie könnte theoretisch, wenn diese Nachfrage steigt, und wir haben bei vielen Tournament-Pack-Karten gesehen, dass Nachfrage, obwohl sie anfangs nicht vorhanden war, im Nachhinein gestiegen ist, könnte sie einen enormen Preis erzielen. Ich möchte nur den Needleworm aus dem Tournament-Pack 3 nennen, der 80 Euro ging, jetzt liegt er bei 275. Oder Festungswahl, damals 70 Euro auf Deutsch, jetzt auch ungefähr 250. Oder Gamma-Schwert, 7 Euro, jetzt sind wir auch bei 30, 40 Euro. Und diese Karte kostet eben auch so zwischen 5 und 7 Euro. Mein Tipp an euch, kauft den Bestand leer. Wenn ihr irgendwo was seht, der hat die 5, 6, 7, 10 Mal von mir aus, wenn ihr Geld überhaupt. Oder von mir aus auch auf Market und die Dinger sind Nirmint, kauft die euch. Haut die in den One-Touch-Magnethalter, haut die in eine in den Toploader rein und verwahrt die. Gebt die nicht weg. Diese Dinger haben wirklich Potenzial, werttechnisch gewaltig was zu bringen am Ende. Und schön sind sie auch noch. Ich persönlich mag das weiße Loch zum Beispiel wesentlich mehr als das schwarze Loch. Finde die einfach schöner. Und sie hat natürlich auch noch den Nimbus des Besonderen, da sie eben nur in diesen Sets erschienen ist, abgesehen von der Legendary Collection Kaiba Yes, wo sie eben zu Tode geprintet wurde. Sehr schöne Karte auf jeden Fall, ja. Gut, tun wir den Stapel mal hier irgendwie zur Seite. Platz Nummer 8 ist eine Karte aus Forbidden Memories. Ja, aus Forbidden Memories kommen insgesamt 3 Promokarten, nämlich einmal der Harpyien Spieldrache, dann der Red Eyes Black Metal Dragon, der war relativ teuer, ein bisschen gesunken ist er, geht aber immer noch so um die 80 Euro und dann eben diese Karte hier, nämlich Metal Morph in Prismatic Secret Rare. Ja, diese Karte ist nicht besonders viel wert. Sie geht so um die 4-5 Euro, sieht aber extrem schön aus. Das ist eine sehr, sehr schöne Fallenkarte. Sie wurde in einer
Rarität geprintet, in der damals natürlich so ziemlich alle Promokarten geprintet worden sind, hat allerdings auch heute noch den Nimbus des Besonderen, da man speziell Promos aus FMR kaum herbekommt. Also die findest du eigentlich nirgends, außer vielleicht in einer gut sortierten Collection, meiner zum Beispiel, da ist die ein paar Mal mit bei, ja. Aber bei so Sammlungen, die man auf eBay findet, auf eBay Kleinanzeigen, auf Spock oder in Facebook, da sind die in der Regel nicht dabei. Das heißt, wenn ihr die wollt, müsst ihr die irgendwo extra bei einem Händler raussuchen. Da wird euch wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, außer ihr habt natürlich Glück. Aber wenn ihr die habt, verwahrt die gut. Das ist eine schöne Karte, die wertet eine Sammlung auf jeden Fall optisch auf. Und ich bitte euch nochmal, wenn ihr in einem Binder sammelt, kleiner Tipp am Rande, nehmt einen schönen Lederbinder von Ultra Pro oder am besten noch von Ultimate Guard. Die sind noch besser mit diesem Reißverschluss am Rand. Oder auch diese Yu-Gi-Oh! Ordner, die tatsächlich für die Größe auch gemacht sind, nehme ich auch ganz gerne her zum Vorsortieren. Holt euch Hüllen, die eine gleiche Farbe haben, am besten neutral, also schwarz oder weiß oder lila geht auch noch. Nehmt eine Perfect Size und Sleeve doppelt, dann sieht das gut aus. Wenn ihr die in unterschiedlich großen Hüllen mit unterschiedlichen Farben, die am besten auch noch in einem schlechten Zustand sind, reinstopft, dann können die Karten noch so schön sein, der Ordner sieht kacke aus. Ist einfach so. Sehe ich leider oft genug. Auf jeden Fall hier Metal Morph, sehr, sehr schöne Karte. Ist auf jeden Fall etwas, wo man sich überlegen sollte, ob man die nicht vielleicht mit in die Sammlung aufnimmt. Es geht weiter mit Platz 7. Und Platz 7 ist eine absolute Schönheit. Ich persönlich war sogar verwundert über den Preis, denn ich persönlich dachte ja, dass das eine vielleicht 20 Cent Karte aus Dragons of Legends 3 ist. Also, es geht um Nummer 24, Dragulas, der blutsaugende Drache. Das ist eine Karte, die könnte optisch auch aus Dark Saviors stammen und zu diesem Vampir-Thema gehören, das dort eben als großer Support angekündigt wurde damals. Auch hier schön, ich finde das Artwork ist halt einfach Bombe. Hinten schön dieser Blutmond und dann dieser rot-schwarze Drache mit den silbernen Rüstungselementen. Das ist tatsächlich meine Lieblingskarte aus Dragons of Legends 3 mit Numera und Drache. Aber das ist einfach Bombe. Dieses Artwork ist einfach Bombe. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich habe mir die jetzt auch bei Lottie Cards in Collectors Rare bestellt. Boah, die sieht unglaublich cool aus. In Collectors Rare ein bisschen teurer, aber also Collectors Rare, wer es nicht kennt, ist aus Japan. Habe schon viele Videos drüber gemacht. Kommt bestimmt mal wieder in den Neuzugängen. Und Kostenpunkt 4 Euro in etwa für einen Dragulas. Ist wirklich erstaunlich teuer. Also es ist zumindest über meine Erwartungen. Und auch diese Karten peppen jede Sammlung auf. Natürlich müsst ihr immer darauf achten, dass ihr, wenn ihr eure Sammlung dann am Ende sortiert, boah, kein Deutsch mehr, dass es natürlich auch vom Bild her passt. Ja, also das ist ganz wichtig. Bei einem Ordner muss das Gesamtbild stimmen. Wenn ihr Karten nebeneinander legt, die optisch einfach nicht zueinander passen, sieht es doof aus. Da können die einzelnen Karten noch so gut aussehen. Ich persönlich, wie bereits gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, kauft euch diese Dinger. Ich habe heute wieder bestellt bei Gate to the Games. One-Touch-Magnethalter bedauerlicherweise in 55 PT, weil mir irgendjemand, wahrscheinlich weil ich die ganze Zeit Werbung dafür mache, die 35er weggekauft hat. Aber 55 merkst du keinen Unterschied zwischen 35 und 55. Erst ab 75 merkt man gleich einen Unterschied. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nummer 24, Dragulas, der blutsaugende Drache. Das war Platz Nummer 7. Kommen wir zu Platz Nummer 6. Und das ist ein Klassiker. Also wenn das kein Klassiker ist, dann gibt es keine Klassiker. Denn das ist der Menschenfresserkäfer aus Legend of Blue Eyes White Dragon, dem ersten Set. Und speziell die Super Rares oder einige Super Rares aus diesem Set, nicht als Erstauflage, ganz wichtig, als Erstauflage gehen die meisten Holos aus diesen uralten Sets eine ganze Menge und sind, also ich sag mal, auf jeden Fall im mittleren Preissegment anzusetzen. Aber im niedrigeren Preissegment, da gehen diese ganzen Supers und auch teilweise die Ultra Rares aus LOB und den ganzen nachfolgenden Sets, die zur Duel Monsters Ära gehören, kriegt man für ein paar Cent. Also hier zum Beispiel der Man-Eater Bug, der kostet um die 80 Cent. So, das nenne ich mal eine Ansage. Also Nearmint auf jeden Fall. Englisch ist ja, glaube ich, noch ein paar Cent günstiger, wenn mich nicht alles täuscht. Also auf Deutsch geht er in etwa 80 Cent, versteht sich. Und First ist ja natürlich um einiges teurer, ist ja klar. Aber es ist natürlich ein absoluter Klassiker. Das ist auch ein Hingucker, ihn kennt jeder.
Man sieht ihn auch relativ selten, zumindest in Nearmint-Ansammlungen. Wenn ihr sowas habt und man sieht das, denkt man sich auch, boah, cool, eigentlich mega nice, schöne Karte. Cool, dass du sie hast, und man freut sich einfach dran, wenn man das Artwork sieht. Man fühlt sich vor allen Dingen, wenn man Duel Monsters Fan ist wie ich, fühlt man sich auch ein bisschen zurückversetzt in alte Zeiten, wo man dachte, man sei wirklich der King, wenn man ein paar Kamins aus LOB auf dem Schulhof hatte und oder irgendeinen gefälschten Obelisken. Und es ist einfach ein schönes Feeling, und auch das Design ist natürlich wie für damalige Verhältnisse üblich relativ schlicht und übersichtlich. Mir gefällt es wunderbar. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich solche Sachen einfach mal ranzuholen. Das wertet eine Sammlung optisch unglaublich auf, wenn man auch so ein paar schlichte Schönheiten aus vergangenen Tagen im Binder oder im Magnethalter oder im Toploader oder im Screwdown-Holder oder wo auch immer hat. Sehr cool. So, weiter geht es mit Platz Nummer 5, und das ist die Bestie von Talwar. Ja, das ist jetzt auch wieder so eine Karte aus alten Zeiten, hier aus Pharaoh's Servant, und hier ist der Unterschied auch vollkommen klar. Die hier ist jetzt auch unlimitiert. Wenn ihr mehr von denen sehen wollt, schaut mal auf Instagram vorbei. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Da habe ich 10 Stück von meinen, glaube ich, fotografiert. Da sind noch ein paar in First mit dabei. Und da ist der Preisunterschied zwischen First und Unlimitiert natürlich vollkommen klar. Unlimitierte Variante hier 2 Euro. Für einen Zwickel habt ihr sie. In Niemen sehr, sehr schön. First müsst ihr halt wieder 40 blechen. Ist auf jeden Fall im mittleren Preissegment. Und ist auf jeden Fall, wie bereits gesagt, auch ein sehr, sehr schönes Artwork. Ich finde den Hintergrund tatsächlich ziemlich detailreich dafür, dass es eine alte Karte ist, also gar nicht mal so einfarbig, diese, ich weiß nicht, wie nennt man das, Funken, keine Ahnung, Flares, whatever, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Also eine richtig coole Karte, finde ich mega nice, und solche Klassiker gehören einfach in jede Sammlung. Ich persönlich finde es auch schade, dass es heute so wenig Vanillas gibt. Ich finde Vanilla-Monster sind cool, und das letzte Vanilla-Holo-Monster war, glaube ich, Avram, mit dem furchtbarsten Text, den ich jemals gesehen habe. Schau dir das mal an, oder irgendwie so, furchtbar. Finde ich halt echt schade, dass es nur noch Effektmonster gibt. Ich würde mir mal wieder so ein Set wünschen oder zumindest ein Thema, wo sehr, sehr stark auf Normalmonster gesetzt wird. Also wo wirklich 5, 6, 7 Stück davon dabei sind. Okay, auf jeden Fall mega, mega cool. Gehört meiner Meinung nach in jede Sammlung. Platz Nummer 4 ist das Ende von Anubis. Und da kann man sich auch gerne Erstauflage kaufen. Denn das Ende von Anubis kommt aus Ancient Sanctuary. Und Ancient Sanctuary war ein Set. Ich weiß nicht, woran es lag, aber der Markt ist übersättigt. Trotzdem, dieses Set so alt ist von diesen Karten. Also, gibt es aus AST eigentlich irgendeine wirklich wertvolle Karte? Ich glaube nicht. Also, da gibt es noch das Secret Rare Serra Diamant. Und... Oder nee, ach Gott, nicht Serra Diamant. Herrgott, wie heißt er denn? Serra Diamant war ja das Ritualmonster. Devil Mazera, genau. Devil Mazera war das andere Monster. Und die geben beide nichts. Also den hier in First kriegst du für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Und sieht wunderbar aus. Diese Karte verkörpert so ziemlich alles, was Duel Monsters damals ausgemacht hat. Ein absolutistisches ägyptisches Feeling. Zum einen, wie ich es auch in den Folgen der Best Arts immer sage, wir haben hier einen schönen Kontrast zwischen Hintergrund und Monster. Der Hintergrund ist tatsächlich diesmal ein Raum, also nicht irgendein Farbspiel aus irgendwas, sondern ist tatsächlich mal was Designtes, also ein relativ detaillierter Hintergrund. Aber er grenzt sich halt wirklich sehr stark vom Monster selber ab, was das Artwork halt wunderschön macht. Und es ist einfach schön ägyptisch, es ist düster, es wirkt magisch, mystisch. Und das ist was, das muss man wirklich sagen, so schön die Artworks heutzutage sind, dieses Feeling hat Yu-Gi-Oh! In Teilen wirklich verloren. Was nicht unbedingt heißt, dass es schlecht ist. Es ist jetzt halt ein anderes Feeling. Transformers-Feeling, habe ich immer mal das Gefühl. Vor allem mit den ganzen Cyberverse-Monstern. Aber da hängt halt mein Herz in dieser Zeit. Und das ist eine Karte, wenn ihr ein bisschen was für Oldschool übrig habt, holt euch die. Die ist günstig, sie wird wohl nie viel wert sein, vielleicht nochmal in 20 Jahren, dass sie was wert ist, wenn dann wirklich der Markt nicht mehr so gesättigt ist. Aber aktuell kriegst du diese Karte für einen Fünfer hinterhergeschmissen. Ja, also, kauft sie euch einfach. Kann man nichts verkehrt machen, ist nichts kaputt. Platz Nummer 3, wir kommen zu der Top-Liste, wenn man so möchte, auch wenn ich es jetzt nicht wirklich durchsortiert habe. Das ist wohl die teuerste Karte dieser Folge, nämlich das ist Zodiac Schweifpeitsche. Zodiac Schweifpeitsche kommt aus dem OTS Tournament Pack 5, und für die hat sich kein Schwein interessiert. Diese Karte war irgendwann mal bei 7 Euro, sie hat jetzt aber einen mega Anstieg erlebt, ist mir aufgefallen, die geht jetzt ungefähr 20.
20 Euro. Okay, als Student und Schüler wage ich, weiß nicht, ich kann das jetzt nicht einschätzen, aber ich würde mal sagen, 20 Euro sollte man sich ab und zu noch gönnen können. Ja, auch für Yu-Gi-Oh! Also ich würde mal sagen, das ist noch eher das niedrige Preissegment, aber wirklich haarscharf. Also alles, was so über 20 Euro ist, würde ich dann schon mittelmäßig betiteln. Vom Standpunkt jetzt eines Schülers oder eines Studenten aus gesehen. Und dementsprechend belegt diese Karte wohl preismäßig den ersten Platz. Ich persönlich mag die Zoodiacs ja, ich mag sie sehr vom Look her. Ich weiß, bei den Spielern unglaublich verhasst, habe ich schon mitbekommen. Aber so vom Look her finde ich die mega cool. Die Idee basiert oder fußt, glaube ich, auf irgendwelchen Tierkreiszeichen. Ich habe zwar ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, was das damit zu tun haben soll, so vom Design her. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und Zoodiac Schweifpeitsche war ja eine meiner Lieblings-Zoodiacs, einfach aufgrund ihres düsteren Erscheinungsbildes. Also hat mir wunderbar gefallen. Und das hat auch so eine Karte, die Potenzial hat, teurer zu werden. Und wie wir gesehen haben, ist sie auch schon teurer geworden. Wahrscheinlich, weil sie jetzt wieder irgendwo spielbar ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist sie auch verboten und ich labere gerade übel den Mist. Davon weiß ich nichts. Aber sie ist auf jeden Fall teurer geworden. Und diese Karten, speziell diese Ultis, das Ulti jetzt nur noch in diesen Sondersets gibt, die haben immer Potenzial, nach oben zu gehen. Wirklich, auch wenn sie momentan abstürzen. Egal. Hortet diese Dinger. Ich habe, glaube ich, 20 Stück von denen oder so. Hortet sie und gebt sie nicht weg. Und wenn es Jahre dauert, gibt sie nicht weg. Diese Karten werden teurer werden. Diese Karten sehen abgesehen davon wunderschön aus, aber sie werden auch teurer werden. 100%, das garantiere ich euch. Früher oder später. Gut, das war Platz 3, Zoodiac Schweifpeitsche. Schauen wir mal, was war auf Platz 2 haben. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht mehr. Ich habe das heute Nachmittag alles hergerichtet. Oh ja, also das ist mal wieder der Inbegriff meiner Aussage, dass Konami auch heute noch wunderschöne Artworks designen kann. Also, ich weiß nicht. Also, die heutigen weiblichen Monster, die sehen für mich irgendwie nicht mehr aus wie Monster, hier so wie Dark Magician Girl oder die Lichtverpflichtet. Nein, die heutigen weiblichen Monster, die sehen für mich so ein bisschen aus wie eine Celine, die sich selbst Yuki nennt und irgendwo auf ihrem Cosplay-Trip hängen geblieben ist. Bei denen ist das rein objektiv gesehen jetzt nicht anders, aber das Gesamtbild der beiden macht es einfach aus. Ich finde diesen Kontrast zwischen diesem rosanen Mädchen und diesem wirklich dunkel-düster, gothic-anmutenden Mädchen richtig, richtig cool. Und das ist wunderschön Design. Man kann es eigentlich kaum noch, ich sag jetzt mal, in Worte fassen, weil ich weiß gar nicht, wie ich das gerade beschreiben soll. Ich finde einfach dieses Gesamtbild, so alleine diese beiden Monster wären jetzt nicht so der Hingucker. Aber diese beiden Monster zusammen auf dieser Karte als Gesamtbild sieht es einfach cool aus. Einfach mega. Und auch der Hintergrund passt super dazu. Hebt sich farblich gut von den beiden Damen auf dem Bild ab. Und das ist tatsächlich eine der schönsten Karten, die Konami in diesem Set designt hat. In Extreme Force. Da gab es dann, glaube ich, noch eine andere, Isolde oder wie sie hieß. Die war auch schön. Und auf selben Platz wie die hier. Und die kam, glaube ich, auch aus Extreme Force. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist einfach eine Karte, wo ich sage, wow. Und auch die geht nur 80 Cent, Leute. 80 Cent. Ja, also wenn ich die irgendwo angeboten kriege, ich nehme die sofort mit. Sofort. Weil diese Karte ist einfach für mich ein Highlight. Das Highlight oder eines der Highlights heutiger Tage. Muss man einfach sagen. Wunderschöne Link-Monster-Karte. Und Platz 1, was haben wir auf Platz 1? Ich bin gespannt. Oh ja, genau. Diese Karte steht stellvertretend fürs OCG. Denn ihr solltet euch auch mal da umgucken. Im OCG findet ihr speziell sehr gut erhaltene, wohlgemerkt, sehr viele sehr gut erhaltene alte Karten, noch im alten Layout, beziehungsweise jetzt in dem Fall im zweitältesten Layout, mit dem etwas breiteren Namenkasten und dem Auge von Anubis und dem Set-ID natürlich. Aber ihr findet eine Menge dieser alten Karten in guten Zuständen, die halt eben, wie zum Beispiel in seinem Fall, unzensiert sind. Bei uns fehlen ja die Hörner und die Flügel. Und teilweise auch Karten wie Slotmaschinen oder Sachen, die bei uns nur aus Kamen rausgekommen sind, die halt wirklich da ultra rare sind oder secret rare. Das ist halt wirklich cool. Und die kriegt ihr schon für 2, 3 Euro. Für den Händler im Einkaufswert vielleicht 50 Cent. Und das ist einfach eine Mega-Sache. Das ist einfach wirklich eine Mega-Sache. Und das wollte ich einfach mal stellvertretend jetzt hier nehmen. Ich habe jetzt halt die halt gerade gefunden. Ich hätte auch irgendeine andere genommen. Also meine Aussage bezüglich dieser Sache, die bezieht sich jetzt nicht auf diese Karte explizit, auch wenn es eine sehr schöne Karte ist, sondern wirklich guckt euch im OCG um. Das OCG ist einfach ein Ort, wo man schöne Alternativen haben kann, wo man auch an Karten kommt, die man gerne als Holo sehen würde, die es allerdings bei uns zum Beispiel nur als Kamen oder zum Beispiel gar nicht gibt. Es gibt im OCG viele alte Karten, die sind bei uns noch nie rausgekommen.
Und da kann man sich dann gerne mal umsehen. Was man natürlich braucht, ist entweder ein bisschen Kenntnis, so selber importieren. Wenn man zu viel importiert, kann es sein, dass man zum Zoll muss, kräftig nachzahlen muss. Ist nicht mein Ding. Deswegen gehe ich zu einem Händler. Und bei einem Händler kann man sich dem auch dann eben nachkaufen. Wenn ihr zum Beispiel den Blue Eyes White Dragon mit Kyber vorne dran wollt oder moderne Karten aus dem OCG, Ghost Run Ultimate, die es bei uns nur in anderen Raritäten gibt, dann schaut doch mal bei Lottie Cards vorbei. Und das ist keine bezahlte Werbung, das sind nicht meine Sponsoren, also schaut mal vorbei. Die sind teuer, keine Frage. Die haben auch den Blue Eyes in Ghost Rare aus TRC1 drin. Für 200 Euro ist ein bisschen zu teuer, glaube ich. Aber den werde ich mir vielleicht trotzdem gönnen, was keiner von euch tut. Finger weg. Und aber die haben wirklich coole Sachen drin. Also ein bisschen teuer, muss man sagen. Die lassen sich das gut was kosten, aber da kriegt ihr sie oder ihr sucht euch anderweitig eben einen Händler. Ja, das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil unseres kleinen Formats. Hier habe ich euch eben gezeigt, jetzt was man so für kleines Geld alles bekommen kann. In der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir uns mal darüber unterhalten, was man denn so für mittelmäßigere oder für mittelmäßiges Geld alles bekommen kann. Ich habe da so gedacht, eine Preisklasse ist zwischen 25 und ja, alles unter 100 Euro eben. So, wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Es ist Samstag, also einen Tag nach der Aufnahme des Videos, das wir eben zusammen genossen haben. Und ich bin gerade dabei, eben dieses Video zu bearbeiten, damit wir es morgen, also heute am Sonntagabend, auch sehen können. Da erreicht mich via Instagram eine Nachricht vom lieben Viktor, der mich auf RandomBrains Kanal gefunden hat. Er schreibt, dass er mein Projekt feiert und zu Hause eine Sammlung zu liegen hat. Eine Sammlung, die recht alt ist und in der sich wohl auch der ein oder andere Schatz verbirgt. Er hat zwei Neffen, denen er die Sammlung zu Weihnachten schenken möchte. Die beiden sind aber noch recht jung und so möchte er mir die Sammlung zuerst zukommen lassen, damit ich mir die Karten, die für mein Projekt wichtig sind, herausnehmen kann. Geld will er dafür keins. Er möchte nur, dass ich sie ihm dann zurücksende, wenn ich noch was übrig habe, es dazulege für seine Neffen und er die Sammlung eben seinen Neffen schenken kann. Vor ungefähr zwei Wochen erreicht mich die E-Mail von Felix, einem weiteren Abonnenten. Er möchte mich gerne supporten und schickt mir dementsprechend ein Paket zu, das, ich persönlich schätze mal die Menge anhand eines Bildes, das er mir gesendet hat, 800 bis 1000 Karten umfasst. Die Hälfte davon Holos. Und er schrieb, dass er mich auch weiterhin supporten möchte, sobald er wieder etwas übrig hat. Und heute, nachdem ich diese Nachricht von Viktor gesehen habe, dachte ich mir, jetzt reicht's. Ich habe mich immer, was das Danke-Sagen anging, auf eine ausführliche persönliche Danksagung, aber auch auf in Videos beiläufige Danksagungen beschränkt. Und ich finde, jetzt ist mal ein Punkt erreicht, wo ich sagen muss, ich möchte mir ein paar Minuten Zeit nehmen, mich bei den Leuten zu bedanken, die mich durch Karten und Geld spenden, nach denen ich wohlgemerkt nie gefragt habe, supportet haben. Ich möchte mal ein paar Namen nennen und auch kurz auf diese Personen eingehen. Wer mein Geschwafel also noch weitere 10 Minuten ertragen kann, der sollte sich auch die Zeit nehmen. Ich habe auch hier im Hintergrund gerade keine Musik laufen, da mir das ganz besonders wichtig ist und den Fokus dementsprechend auf die Information und nicht auf die Atmosphäre lege. Denn die Leute, die es betrifft, die haben es verdient, anerkannt zu werden. Und sie haben es verdient, dass jeder, der dieses Video sieht, weiß, dass ich und mein Projekt ohne sie nicht da wären, wo wir jetzt stehen. Und anfangen möchte ich mit Johannes. Und einer Geste, die mich emotional sehr gerührt hat. Zum einen hat er mir ein paar einzelne Karten gespendet, darunter, das ist übrigens auch die einzige Karte, die mir so speziell im Kopf geblieben ist, der dunkle Paladin aus dem Gen Secret Rare, der heute rund 40 Euro wert ist. Auf was ich allerdings hinaus will, ist Folgendes. Damals, es ist jetzt bestimmt 6 Jahre her, befand ich mich noch in der Ausbildung und hatte den Umgang mit Geld noch nicht ganz raus. Das Projekt steckte noch in den Kinderschuhen und ich hatte fixe Nebenkosten zu bezahlen. Dennoch habe ich fleißig Yugi-Stuff für das Projekt gekauft und so kam es, wie es kommen musste. Ich habe mich verkalkuliert und am Anfang des Monats, nach den fixen Abzügen und meiner Überweisung, stellte ich fest, dass ich nicht mal mehr genügend Geld hatte, um mir einen Kaugummi aus dem Automaten zu lassen. Und das ist keine Metapher, sondern Fakt. Ich habe mein Geld am 1. bekommen und war am 1. pleite.
Zu meinen Eltern wollte ich nicht gehen, da ich mir erstmal die Predigt ersparen wollte und mir das Ganze verdammt peinlich war. Ich habe das Ganze in einem alten Video zur Sprache gebracht und meinen damals nicht mal 200 Abonnenten erklärt, dass ich deshalb für diesen Monat auf die Bremse treten muss. Es vergingen wenige Tage, da erreichte mich ein Brief vom lieben Johannes. Darin befand sich Bargeld. Wie viel möchte ich an der Stelle jetzt nicht sagen, aber es reichte, um mir für den Monat etwas zu essen zu kaufen. Ich bin tatsächlich kein Mensch, den man emotional leicht aus der Bahn werfen kann, aber in dem Moment musste ich mich wirklich beherrschen, keinen emotionalen Ausbruch zu erleben. Auf der einen Seite war ich erleichtert, auf der anderen Seite beschämt, dass jetzt schon meine Abonnenten für meinen verantwortungslosen Umgang mit Geld bezahlt haben. Damals, mittlerweile kann ich das. Seit diesem Tag kann ich übrigens mit Geld umgehen. Danke dafür, Johannes. Das bedeutet mir viel. Bis heute. Als nächstes möchte ich mich bei Khalil und meinem damaligen OZG-Händler Arni bedanken. Aufgrund von Sparmaßnahmen verlor ich vor einigen Jahren zusammen mit 12 anderen Angestellten meinen Job, hatte aber noch einige Rechnungen bei meinen Händlern offen, darunter auch Khalil und Arni. Ich ließ eine Rundmail raus, in der ich meine Händler darüber informierte, dass alle Zahlungen auf unbestimmte Zeit ausfallen würden. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinen Händlern, also war das an sich kein Problem. Gut, ein paar knirschten natürlich mit den Zähnen, wussten aber, dass ich nichts dafür kann und beließen es auch dabei. Arni und Khalil allerdings, bei denen ich übrigens auch noch Rechnungen offen hatte, beschlossen mir zu helfen und sendeten mir Karten zu, die ich verkaufen konnte und durch deren Verkauf ich es schaffte, meine Rechnungen zu begleichen. Bald darauf hielt ich auch eine neue Arbeit und konnte die Rechnungen bei den beiden ebenfalls begleichen. Wir machen weiter mit dem lieben Daniel. Daniel hat mir im Laufe der Zeit immer wieder Briefe zugesendet, deren Inhalt einen wirklich vom Hocker rissen. Da waren Dinge drin wie der alternative blauäugige weiße Drache in Gold Rare oder auch in Ultra Rare, Topf der Begierden, wohlgemerkt zu einer Zeit, dass er noch 70 Euro wert war, der finstere Rebellionsdrache in Ultimate Rare und so weiter und so fort. Seine Sendungen bestanden meist aus 10 bis 20 Karten, die allerdings einen immensen Wert aufwiesen. So musste ich mir weniger anderweitig kaufen und konnte eine Menge Geld sparen. Leider hat er seinen Account gelöscht und so habe ich heute keinen Kontakt mehr zu ihm. Es geht weiter mit Michael. Michael hat mich damals kurioserweise via eBay kontaktiert und mir angeboten, ca. 3000 Karten zu spenden. Darunter wertvolle McDonald's-Pack-Cummins und viele Holos. Alles in allem hatte die Sammlung einen Wert von damals 300 Euro. Und das war noch nicht alles. Als der liebe Michael mitbekam, dass ich auf der Suche nach Jump Blue Eyes, Jump Altimaier Zolkins und Ghost Rare Odins war, hat er mir einfach alle auf Market gekauft. Und zwar nicht nur einmal oder zweimal oder ein Playset, sondern jeweils neunmal. Also neunmal den Jump Blue Eyes, neunmal Jump Altimaier Zolkin und neunmal Ghost Rare Odin. Wohlgemerkt First, letztere. Darüber hinaus hat er mir enorme Preisnachlässe bei späteren Einkäufen gewährt und mir auch immer wieder mal was geschenkt. Den Novox Prayer aus dem Tournament Pack 2 zum Beispiel, als Rare, der damals 20 Euro wert war. Was mich auch zum lieben Realistic Yu-Gi-Oh! Bringt, dessen Kanal ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken möchte. Ich habe ihm damals, er suchte zu dem Zeitpunkt einen OCG-Händler, an den lieben Yannick verwiesen. Aus Dankbarkeit für diesen Kontakt wollte er mir eine kleine Spende zukommen lassen, um mich etwas zu supporten. Mittlerweile ist es so, dass er mir einmal alle 3 Monate ein Riesenpaket mit allem, was er in der Zeit über hat, zukommen lässt, was zur Folge hat, dass meine Playlist Mega Openings gespendet gespickt von Videos von ihm ist. Es gibt noch so viele andere Leute, zu denen ich euch eine Menge erzählen könnte. Aber das würde natürlich den Rahmen sprengen, daher möchte ich noch ein paar Namen von Spendern nennen, denen ich jetzt hier auch ganz offiziell meinen Dank aussprechen möchte. Darunter der liebe Yannick von Katastrophe, dem Kevin, der mir sehr viel OZG Kram geschenkt hat, dem Eike, der mir auch schon sehr, sehr viel dazukommen lassen, ich glaube über 2000 Karten, dem Sebastian, dem Luca, der mir letztens erst einen Ring der Zerstörung von den Lost Arts hat zukommen lassen, dem Erik, dem Mali und sowie den ganzen anderen Spendern und auch den neuen Spendern Felix und Viktor sowie eben auch den anderen Spendern
die jetzt hier vom Namen her per se nicht genannt werden. Es waren noch wesentlich mehr. Allerdings würde ich bei der Nennung aller Namen noch morgen da sitzen. Ich werde mich für das, was diese Leute für mich persönlich und für das Projekt getan haben, nie ausreichend bedanken können. Vielleicht finde ich irgendwann eine Möglichkeit, mich bei euch zu revanchieren. Ich bin zutiefst stolz, dass diese Jungs und auch Mädchen tatsächlich es als wert erachtet haben, mir teilweise Karten im Wert von mehreren 100 € gratis zukommen zu lassen. Und das in einer Zeit, wo speziell in unserer Community von Sammlern und Spielern versucht wird, noch den letzten Cent aus ihren Karten zu quetschen, um maximalen Profit zu generieren. Ich persönlich vertrat ja immer die Ansicht, dass Großzügigkeit innerhalb unserer Community nicht existent ist. Ihr habt mich da eines Besseren belehrt. Und auch wenn einige von euch vielleicht schon gar nicht mehr so tief in der Materie drin sind, vielleicht weil sie mittlerweile Frauen und Kinder haben, der Platz nicht mehr da ist oder auch das Interesse fehlt, so werdet ihr mal Teil dieses Projekts sein. Vielleicht sogar ein größerer und wichtigerer Teil, als ich es selbst jemals sein könnte. Danke.